Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Heute wieder mit einem spannenden neuen Gast und mit mir als Gastgeberin. Seit September 2020 unterstütze ich Tobi im Rahmen der Interviews. Ich bin Melanie Siefert, arbeite hauptberuflich als Moderatorin und bin bereits seit 2 Jahrzehnten im Event- und Moderationsbusiness tätig. Und ich freue mich heute ganz besonders auf diese neue Folge und wünsche dir dabei ganz viel Spaß und neue Aha-Momente. Heute zu Gast im Bewohnerfrei-Podcast Künstler, Schauspieler, Speaker, Hypnose-Coach, Freigeist und noch so viel mehr. Also ein wahres Multitalent mit vielen kreativen Ideen und mit viel Energie und Lebensfreude. Und warum wir sogar schon mal vor vielen Jahren für ein gleiches Projekt gedreht haben, ohne uns zu kennen, das verraten wir euch ebenfalls mit Sicherheit in diesem Interview. Herzlich willkommen, Manuel Cortez. Ja, hallo, schön, was für eine Einleitung. Bin ich ja glatt so ein bisschen verlegen, wie schön. Oh. Ja, es wird ja noch besser, du, das ist ja nur der Anfang. Schön, dass du die Zeit genommen hast, hier heute mit dabei zu sein, total cool. Ja, danke, dass ich da sein darf. Yes, und jetzt gibt es erstmal noch ein paar mehr Fakten über dich und dein Leben und dann starten wir direkt ins Interview. Manuel Cortez ist Künstler und Freigeist, Schauspieler und Hypnosetherapeut, Mentor und Speaker. Lissabon, London, Berlin, München, von vielen Orten aus hat er sich schon inspirieren lassen. Manuel absolvierte seine Hypnoseausbildung in der renommierten Omni-Methode, ebenso wie der Hypno-Methode. In den letzten Jahren erweiterte Manuel seine Techniken und sein Wissen durch NLP, Akupressur und Energetik. Im Augenblick studiert Manuel für seinen Heilpraktiker der Psychotherapie und ist Markenbotschafter von Hypnos Berlin, Deutschlands größtem Hypnoseinstitut. Aus seinen Techniken, Erfahrungen und Coachings entwickelte Manuel sein Freigeistprogramm und bietet seinen Klienten seine Heilarbeit und Mentaltraining sowohl online als auch in seinen Freigeisträumen in München, Hamburg oder auch Berlin an. 20 Jahre Medien, Spiegel-Bestseller-Autor, professioneller Kindskopf und er sagt, Freiheit ist des Menschen größtes Gut. Herzlich willkommen nochmal. Was für Stationen und einfach der Wahnsinn. Toll, dass du da bist. Ja, danke. Es ist immer schön, wenn andere Menschen über dich reden oder dir sozusagen erstmal vor Augen halten, was du alles schon gemacht hast. Man selber vergisst das ja immer sehr schnell gerne wieder. Ja, kenne ich auch, wenn ich mal anmoderiert werde. Ist sehr spannend, das dann nochmal zu hören. Ne? Und ja, ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch und vor allen Dingen auch wieder wahrscheinlich darauf, dass ich nämlich selber noch ein paar neue Impulse wieder mitnehme. Und ja, dass wir beide vor kurzem oder jetzt einfach zweimal schon in kurzer Zeit ins Interview gehen, hätten wir wohl auch nicht gedacht vor einigen Wochen. Vor kurzem konntest du mich oder hast du mich netterweise für deinen bald kommenden Podcast interviewt und jetzt bist du hier bei mir im Bewohnerfrei-Podcast und an dieser Stelle sagen wir einfach mal lieben Gruß und auch danke an Tobi, dass du mir den Vortritt gelassen hast und dass ich dich hier heute interviewen darf. Ja, ganz liebe Grüße an Tobi. Darüber haben wir uns ja eigentlich auch beide kennengelernt. Das ist ganz interessant und ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Ne? Und wie sagt Hermann Scherer immer so schön, Bühne gibt Bühne. Also yes. So haben wir uns kennengelernt und jetzt bin ich bei dir im Gespräch. Finde ich sehr, sehr schön. Freut ja, und du hast mit Sicherheit ganz viele tolle Impulse und Deep Talk mitgebracht. Und wir haben es gehört, du bist ein wahres Multitalent oder auch Allround-Talent, sagt man ja. Was antwortest du denn Menschen, die sagen, wer alles macht, macht nichts richtig? Nein, wer alles macht, macht alles. Und wer nichts macht, macht nichts. Wer alles macht, macht nichts richtig. Das ist absoluter Blödsinn, weil das impliziert ja schon die Sage, wer alles macht, der macht alles. Weil wer definiert denn bitteschön, was ist richtig und was ist falsch? Wer definiert bitteschön mein richtig? Wenn ich fotografiere, bin ich dann erst Fotograf, wenn ich die italienische Vogue fotografiere, was ich übrigens getan habe, Also wer definiert das für mich? Ich habe das so oft schon gehört in meinem Leben. Nein, du bist nur dann und dann richtig. Du bist nur dann und dann richtig. Richtig ist man dann, wenn es für einen richtig, wenn es sich richtig anfühlt. Dann ist man richtig. Das ist leider so ein bisschen diese Wertegesellschaft. Nur dann ist es richtig, wenn man darin ein Experte wird, wenn man darin ein Unikat ist, wenn man der Beste von allen ist. Erst dann hat man das Recht, das sind, dass das stärkt, der Stempel wertvoll, gut,
Spezialist und nur dann braucht man sich nicht mehr zu rechtfertigen. Einfach abschalten. Also solche Kommentare einfach nicht ernst nehmen. Ja, weil sonst wärst du auch nicht da, wo du heute bist, ne? Wenn du all diese Vielfältigkeit hättest und gemacht hättest, oder? Nee, genau. Ja. Das ist der Punkt, weil ich habe nie drüber nachgedacht, warum ich das mache, sondern ich habe es gemacht, weil es mir Freude gemacht hat. Hm. Und es gibt Dinge, da habe ich überhaupt nichts Großes mit erreicht. Die haben mir aber total viel Spaß gemacht. Es gibt Dinge, die habe ich immer so nebenbei gemacht und habe über die Jahre plötzlich auch echt coole Sachen damit gemacht, wie zum Beispiel unter anderem die Fotografie. Das habe ich nie so ernst genommen. Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist mir wirklich aufgefallen, was für Stars, was für Magazine, was für coole Billboards ich fotografiert habe. Einfach nur nebenbei. Also, ja, mach die Dinge einfach. Nicht drüber nachdenken, warum ich das mache, was ist mein großes Ziel oder was will ich damit erreichen, sondern in erster Linie erstmal machen, weil es mir wirklich große Freude macht. Und aus der großen Freude dürfen natürlich Ziele entstehen. Aus der Freude heraus darf auch, sage ich mal, eine Motivation entstehen, zu sagen, oh, ich hätte mal echt Bock, ey, irgendwann mal möchte ich am Kiosk vorbeigehen und da liegt dann ein Cover von mir oder ich gehe in den Buchhandel und boah, ich sehe mein eigenes Buch. Mega. Also diese Träume sind extreme gute Impulse für unser Schaffen. Aber nur ein Buch zu schreiben, um in den Store zu gehen, um mein eigenes Gesicht auf dem Cover zu haben, sollte nicht die Motivation sein, ein Buch zu schreiben, weil es ist nie immer garantiert, dass es genau so wird, wie wir es uns vorstellen. Definitiv, ja. Und man sagt ja auch immer, der Weg ist das Ziel, beziehungsweise in dem Fall, wenn du den Weg nicht genießt, dann bringt dir auch nichts das Ziel. Oder wir wollen ja, also wenn wir jetzt mal dieses Buch schreiben nehmen, habe ich mir irgendwann auch so gedacht, du willst ja eigentlich, also denke ich mal, kein Buch schreiben, um dann dieses Buch einfach, also beziehungsweise wenn jetzt einfach jemand sagt, hier, das ist dein Buch, das hast du jetzt geschrieben, das ist jetzt einfach da. Will man ja nicht. Du willst ja die Erfahrung machen, wissen, wie das ist und diesen ganzen Weg haben, um dann zu sagen, geil, und jetzt weiß ich, cool, das habe ich erschaffen. Weil einfach nur das Endziel zu haben, ist ja nicht Sinn der Sache, ja, würde ich mal sagen. Aber das ist genau das, was die meisten Menschen, sagen wir mal, was heißt falsch machen oder falsch beigebracht bekommen haben, wenn es auch um die Realisierung ihrer Träume geht. Also schon beim Visualisieren ihrer Träume sehen sie das Resultat. Die meisten Menschen erträumen sich ihre Wünsche, indem sie über das finale Resultat nachdenken. Und dann habe ich die Millionen, dann sitze ich in meinem Haus, dann habe ich den Wagen und so. Und das ist das Resultat. Aber abgesehen davon, dass dieses Resultat vielleicht noch nicht mal unbedingt das Ende des Traumes sein muss, wir es so krass nur auf ein einziges Geschehnis reduzieren, dass wir den gesamten Weg dorthin überhaupt nicht als wertschätzend wahrnehmen, sondern immer denken, ach, wann komme ich endlich zu meinem Ziel? Wann komme ich endlich zu meinem Ziel? Wo ich sage, du bist doch schon längst auf dem Weg. Ja. Denn jeder Schritt deines Zieles ist ja das Ziel zu leben und sagen, geil, und jetzt bereite ich gerade ein Buch vor oder jetzt tue ich mich zum allerersten Mal selbstständig machen. Oh krass, jetzt muss ich lernen, wo muss ich mich hier anmelden? Und ja, aber das ist alles Teil davon. Ja. Nicht erst, wenn die Hallen voll sind und da 22.000 Menschen sitzen, sondern der erste Speaker-Auftritt vor 20 Leuten. Das ist der Weg. Yes. Und wenn wir das nicht genießen, dann ist das Ziel nachher wahnsinnig frustrierend. Weil es und dann bist du da auch nicht glücklich, wenn du da angekommen bist, ne? Ja, es wird auch nicht so groß sein, wie du in deiner Fantasie am Anfang des Weges dir denkst, das wird der Wahnsinn, wenn ich da angekommen bin, ich rundum glücklich. Wenn du an dem Tag scheiße drauf bist und das passiert, ist es halt, ne, dann ist es nicht Wahnsinn. Und das habe ich viel lernen müssen, so in den letzten 20 Jahren, dass der Weg und das Machen die größere Befriedigung bringt als eigentlich, sag ich mal, der Erfolg, der Fame, die Lorbeeren, die dann die Produkte tragen, weil die sind nebensächlich und die können kommen, die können wieder gehen und die können auch gar nicht entstehen. Und wenn man es davon abhängig macht, ist der ganze Weg echt nur noch frustrierend. Ja, mega wertvoll, mega wertvoll. Und ich habe es vorhin vorgetragen und wir haben es gehört, du bei so vielen Berufen, ne, die du schon ausgeübt hast oder immer noch auch lebst, bei so vielen Fähigkeiten und Talenten, die du hast, gibt es denn auch was, was du so gar nicht kannst oder absolut nicht magst? Ja, ich beschäftige mich wahnsinnig ungern mit so trivialen Dingen, die aber leider oft wichtig sind. Also ich bin Gott sei Dank mittlerweile nach 20 Jahren auch Selbstständigkeit echt gut in diesen buchhalterischen Dingen, in Steuerelementen, in all diesen Dingen. Du weißt immer erst dann, wie gut du bist, wenn du eine Steuerprüfung hattest.
Okay. Ich bin gut. Okay. Alles klar, hab echt, das war so geil. Und so, wenn man einer seiner größten Ängste als Freiberufler begegnet und dann merkt so, A, war nicht so schlimm, B, es gibt für alles Lösungen und C, ich hab's doch echt verdammt gut richtig gemacht. Geil, das ist eine geile Erfahrung. Also es ist eine gute Erfahrung, wenn man seinen Ängsten begegnet und rauszieht, oder einen sehr großen Benefit rausziehen kann, eine große Hürde überwinden kann. Hm. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber das sind nicht so meine Dinge. Also so dieses triviale Daily Life, Rechnung schreiben, Verträge machen, dies und das. Das ist einfach so, so trockene Schreibarbeit. Das ist so... I feel you. Aber machst du es dann trotzdem oder hast du mittlerweile Menschen, die dich dann da unterstützen? Ja, klar, habe ich eine super Steuerberaterin und solche Sachen. Logisch habe ich einen Manager, ich habe Leute, die mir auch bei, sag ich mal, bestimmten finanziellen Dingen immer schon zur Seite gestanden haben, die mich beraten haben. Ja, aber wie jeder Angestellte, wie jeder Partner, wie jeder Mensch, der dir hilft, er kann dir immer nur helfen. Wie ein Therapeut, der immer nur helfen kann. Mhm. Wenn ich nicht will, wenn ich nicht zuhöre, wenn ich nicht daraus lerne, was die Leute mir sagen, dann können sie mir auch nicht helfen. Also, ne? Soll nicht auf die Menschen warten, die uns die Arbeit abnehmen, sondern soll immer auf die Menschen warten, die Menschen in unser Leben bringen, die uns die Arbeit erleichtern. Und nicht und die Verantwortung auch selber tragen, ne? Und nicht abgeben, und denken, der macht das schon oder die. Richtig gut. Und du, lass uns doch mal so ein bisschen zurückreisen. Wusstest du denn schon immer, dass du so viele kreative Sachen machen wirst, dass du das machen willst? War das schon immer so dein Traum oder hattest du irgendwie mal was anderes im Blick? Ich hatte eigentlich nie irgendwas im Blick. Das war eigentlich genau mein Weg. Ich wusste, was ich nicht will. Das war sehr früh sehr klar. Wissen viele auch nicht, ne? Ist auch gut. Ist auch schon mal eine... Ja, das war immerhin schon mal ein Anfang. Das war ein Anfang. Ich konnte dir nicht genau sagen, was ich will, aber ich wusste immerhin, was ich nicht mehr will. Ich wollte dieses Schulsystem nicht mehr. Ich habe da einen relativ ähnlichen Leidensweg wie Tobi auch hinter mir. Also in diesem Punkt sind wir uns beide sehr ähnlich. Ich bin sehr starker Legastheniker. Die Sonderschule hat mir auch gedroht, wenn ich nicht nach Portugal ausgewandert wäre. Also schulische Systeme, blindes Gehorchen, Militär war bei mir ein großes Thema. Nicht denken, handeln, einfach immer nur stupide nachplattern. So gefangen zu sein in Systemen war für mich von Anfang an klar, das ist nicht möglich. Also meine ganze Existenz wehrt sich dagegen. Und deswegen natürlich auch der Name Freigeist. Weil ich mein ganzes Leben lang eigentlich Freigeist war. Und der Rest war eigentlich nur Abenteuer. Ich habe immer gesagt, wenn ich es mir vorstellen kann, kann ich es auch machen. Geil. Hattest du es schon immer so? Oder hat dir das jemand beigebracht, dass das vielleicht so sein könnte? Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele tolle Mentoren gehabt in meinem Leben. Ich habe viel gelernt. Habe ich viel mit meiner Psyche beschäftigt. Ich bin ja auch durch meinen eigenen Leidensweg zu dieser Heilarbeit gekommen. Aber das war wirklich etwas, das war das Einzige, was ich hatte. Weil dadurch, dass ich durch die, sage ich mal, die klassischen systemischen Ausbildungen und Erfahrungen und Prägungen meiner Vergangenheit nicht wirklich viele positive Ressourcen sammeln konnte, hatte ich auch nicht viel, worauf ich mich verlassen konnte. Ja, also meine Leistung, mein Bild von mir selbst war nicht wahnsinnig positiv geprägt. Ich habe mich auch nicht gerade als die hellste Kerze auf dem Baum gehalten, was ich nachher herausfinden musste, was genau das Gegenteil ist. Ich bin überbegabt. Das hat man mir aber nie so gesagt. Das habe ich auch nie so wahrgenommen. Das musste ich selber erfahren. Deswegen, das Einzige, was ich hatte, war meine Fantasie. Das Einzige, was ich hatte, war mein Wille nach Freiheit. Darauf konnte ich mich verlassen. Und aber auch die Bereitschaft, alles dafür zu tun. Das hatte ich. Ja, das ist halt auch wichtig, ne? Was würdest du sagen, was hast du dafür getan? Also was waren so vielleicht auch die wichtigsten Steps oder Entscheidungen, die du damals schon getroffen hast? Ich habe immer sehr frei gelebt, aber ich habe immer genau gewusst und auch gespürt. Ich habe so ein gutes Gespür gehabt, wann eine Situation plötzlich wichtig ist. Wann es plötzlich um was geht. Weil man halt doch mal abends ins Bett geht und nicht mit den Jungs in die Häuser zieht. Weil man mal doch nicht eintrinkt, weil man weiß, morgen hat man ein wichtiges Casting. Wo man dich doch mal zusammenreißt. Es war, also gerade als ich sehr jung war, angefangen habe mit der Schauspielerei, ich habe eigentlich nur gelebt, ich habe nur gefeiert. So, es war Berlin der 2000er, ich war mit einigen Freunden auch im Nachtleben sehr stark involviert, haben so Partys geschmissen und Veranstaltungen gemacht, Kunst-Happenings gemacht. Mir ging es eigentlich nur ums Existieren, ums Leben. Aber ich habe genau diesen Impuls, die Stimme in mir, wo ich sage, das bedeutet dir was.
geh mal jetzt nicht pennen, sondern mach die Nacht mal durch. Ey, das bedeutet dir was, du willst zum Film, geh da mal hin, mach das mal und folge immer den Impulsen. Ich habe eigentlich nie was anderes gemacht, als immer meinen Impulsen zu folgen. Also ich sage immer, ich lebe so, wie ich auch pokere. Ja, jetzt sage ich wahrscheinlich mit niemandem mehr Poker, der das jetzt hört, weil ich nur verliere, aber ich bin eh kein besonders guter Pokerer, weil man mich viel zu sehr lesen kann. Hm. Ich spiele dann, wenn es Spaß geht. Aber ich spiele halt immer so, ich lebe so, wie ich poker. Ich spiele die Karten, die ich auf der Hand habe. Hm. Es gibt Leute, die warten, die kalkulieren, die rechnen sehr stark mit guten Blättern und werfen viel weg. Ich habe nie viel weggeworfen, sondern ich habe immer das gespielt und das habe ich gut gespielt, was ich auf der Hand hatte. Das heißt, das, was das Leben mir ausgeteilt hat, habe ich immer versucht, entweder mit einem verdammt guten Bluff oder mit einer guten Strategie gut umzusetzen und bin damit extrem gut gefahren. Mega schönes Bild. Jeder spielt das anders. Ich sage immer, Taube, also Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach. Ich bin so der Spatz in der Hand-Typ. Ich weiß, dass es Tauben auf dem Dach gibt, ja, und irgendwann mal kriegt man vielleicht auch mal eine Taube auf dem Dach, aber ich habe eigentlich den Spatz gerne in der Hand. Mega. Und du hast es gerade angesprochen, die Schauspielerei. Was würdest du sagen, was hat dir so dieser Weg oder all das, was du da gelernt hast, auch fürs Leben so gebracht? Alles. Also wirklich ausschließlich alles. Es war Anpassungsfähigkeit, Tiefgang, Emotion, Empathie, Erfindungsgeist, sich immer wieder neu erfinden zu müssen, in neue Figuren schlüpfen zu können, weil was anderes tun wir im Leben nicht. Schauspiel bedeutet Leben. Etwas zu schaustellen und etwas zu spielen, das ist ja Schauspielen. Und genau das tun wir ja in unserem Leben alle. Ja, wir alle haben die Masken, wir alle haben bestimmte Verhaltensmuster gelernt, auch im Therapeutischen, in unserem Verhaltensmuster, in unseren Emotionen, die uns vor Gefahren schützen sollen, die uns vor Emotionen schützen sollen, wo wir dann plötzlich die Knallharte werden oder der total Kühle oder der Machermensch. Das sind alles Fassaden. Und umso mehr du deine Fassaden kennst, umso mehr weißt du auch, was du spielst und umso mehr kannst du deine Rollen auch verändern. Die Schauspielerei hat mir alles gebracht. Die hat mir die Selbstständigkeit beigebracht. Sie hat mir das beigebracht, dass es im Leben tiefe Hürden geben kann, dass Ruhm kommt und Ruhm wieder geht. Das ist immer nur, die Schauspielerei bist ja immer du. Ja, immer du bist ja der Kern. Und das ist auch das, was ich bei meinen mega spannender Satz. Du bist immer der Kern. Ne? Du spielst zwar ganz viel andere Facetten und Rollen, aber du bist, trotzdem steckst du da drin. Ne? Wow. Ja. Richtig. Und das ist das zum Beispiel, was ich auch in den Keynotes, wenn ich zum Beispiel mit Firmen spreche oder so, also wenn ich zum Beispiel Emotional Leadership oder Empathic Leadership Keynotes halte, dann geht es ganz darum, solange wir Menschen begegnen, die uns in unserer Arbeitswelt gegenüber sitzen, werden wir immer Emotionen begegnen. Und Emotionen sind nicht rational belegbar, nicht rational steuerbar. Das heißt, wir werden immer Emotionen, ob das jetzt mit deinen Mitarbeitern ist, ob das jetzt mit deinem Geschäftspartner ist, ob das mit Fremden ist, vor dir sitzen Emotionen. Emotionen sind geprägt an so viele Erinnerungen, vergangenen Egos, was auch immer. Das heißt, wir müssen uns mit Emotionen auseinandersetzen. Erst dann werden wir wirklich nachhaltig erfolgreich. Du hast ja Tobi auch, der hat seine vier verschiedenen Menschengruppen, der kann damit einschätzen, wer sitzt mir gegenüber, warum ist der jetzt da plötzlich so emotional, warum ist der Hai-Hai, warum ist der Delfin-Delfin, warum ist der so? Welche Emotionen triggern den? Und das ist zum Beispiel etwas, womit sich das NLP sehr stark beschäftigt. Wie kann ich mit der Emotion des anderen so leiten, dass es für mich entweder ein Vorteil ist oder ich eine gewaltfreie Kommunikation erzeugen kann? Das ist sehr spannend und das lernt man absolut in der Schauspielerei. Mega spannend. Vor allen Dingen, ich habe auch so die Überlegung, das heißt ja dann eigentlich auch, dass wenn du, also all das, was du gelernt hast durch die Schauspielerei, gerade du hast Emotionen angesprochen, dann ist es ja, könnte man eigentlich auch sagen, das hat ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, oder? Ne? Weil du dich ja auch dadurch selber besser kennenlernst, lernst, okay, wie kannst du damit umgehen? Je nachdem, wenn du was spielst, eine bestimmte Rolle, musst du ja auch selber irgendwie gucken, wie kriege ich das jetzt überhaupt gespielt? Oder? Also was würdest du sagen? Hängt schon ein bisschen zusammen auch? Jein. Es kann zusammenhängen. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Der Vorteil ist, wenn ich mit Emotionen arbeite, ich bestimmte Emotionen für eine Rolle, die ich aber, das im Endeffekt ist Schauspielerei wie die Stellvertretertechnik. Ja, es gibt in der therapeutischen Einheit gibt es eine Technik, nennt sich Stellvertretertechnik. Das heißt, ich arbeite mit meinem Klienten oder Patienten über eine dritte Person dialogisch an seinen Problemen, stellvertretend für mich selbst. Das kann ich natürlich super nutzen, indem ich sage, du, ich spiele jetzt einen extremen Gewaltmensch, ich spiele bestimmte Triebe, ich spiele bestimmte, mir passieren als Rolle bestimmte Dinge, die mir vielleicht sogar nahe sind. Ich kann da plötzlich Emotionen rauslassen, die vielleicht
nicht wirklich was mit der Szene zu tun haben, aber ich nutze diese schwere Verletzbarkeit, diese Trauer und lasse sie da raus. Das bringt mir dann Nähe zu meinen Gefühlen. Aber natürlich habe ich immer die Distanz einer Rolle. Wenn ich das zulasse, dass das auch mich selbst verändern kann oder auch im Therapeutischen nutzen kann, kann es einen großen Heilauftrag haben, einen großen Heilwert haben. Wenn ich das zu sehr in eine Rolle verschmilzen lasse, kann irgendwann das Ego, also meine eigene Persönlichkeit, zu sehr zur Rolle werden. Und das ist nicht immer ganz förderlich für die Vielseitigkeit einer Rolle. Deswegen im Schauspiel, wenn es um die Figur geht, würde ich mich wieder mehr rausziehen. Ja, also nur die Emotionen fließen lassen, aber nicht meine persönlichen Probleme. Im Therapeutischen würde ich genau das Gegenteil machen. Ich würde spielen lassen, aber nur meine persönlichen Probleme damit hineinversetzen. So muss man das trennen. Was ist ein Film und was ist therapeutisch oder was ist Persönlichkeitsentwicklung? So kann man es trennen. Ja, mega, mega cool erklärt auch. Was würdest du denn sagen, was war so deine, also entweder erfolgreichste Rolle auch in deinem Leben und auch die herausforderndste Rolle vielleicht? Ich sein. Amel Cortez sein ist, glaube ich, mit Abstand die herausforderndste und anstrengendste Rolle meines Lebens. Als Schauspieler natürlich Verliebt in Berlin, was das Erfolgreiche angeht. Verliebt in Berlin ist ganz klar, war der Beginn meiner Karriere, war der Beginn meines Ruhms, meiner Popularität. Hat mir eine große Bekanntheit geschaffen, von der ich heute noch nähere, die mir viele Türen geöffnet hat, die viel für mich ermöglicht hat. Also Verliebt in Berlin werde ich bis zum Ende meines Lebens dankbar sein, definitiv. War das tatsächlich so ein von heute auf morgen Erfolg? Ja. Ab dem Moment, wo die gestartet, ich weiß, war 2000 oder wann war das? 2005 hat es begonnen. Ich bin ja ein bisschen später eingestiegen. Ich bin ja 2006 eingestiegen. Da lief die schon knapp ein Jahr und war schon sehr erfolgreich. Also ich wusste, dass die Serie erfolgreich war. In der Tat hatte ich sie genau einmal gesehen, eine einzige Folge. Aber ich dachte, nee, Alex ist cool, mit Alex Nebel hatte ich gerade erst einen Kinofilm gedreht und die Rolle klang super witzig und ich hatte viel Freiraum. Und da war das wirklich so, Freitag zum ersten Mal auf Sendung gewesen und Montag bin ich zu einem Einkaufsladen gegangen, so einem Einzelhandelladen gegangen, wollte mir irgendwas Triviales kaufen und plötzlich eine Traube von über 40, 50 Menschen um mich herum. Nein. Und Autogramme und schrien meinen Rollennamen und das war so surreal für mich, weil das kannte ich nicht. Ja. Das hat mir auch Angst gemacht. Das war damals auch der Auslöser für viele, viele Jahre Panikattacken und Angstzustände. Diese plötzliche Popularität, diese plötzliche Nähe der Leute, diese Übergriffigkeit, das hat mir Angst gemacht. Ich glaube, da ist ja auch immer so dieses, also ich kenne das auch, ich habe früher auch ja andere GZSZ, Gute Zeit, schlechte Zeiten, ganz viel geguckt, mittlerweile nicht mehr, aber dann, du hast ja so das Gefühl, ich glaube, das ging dann eben denen auch, die wahrscheinlich deine Serie da geguckt haben oder Telenovela, die denken ja, die kennen dich, ne? Obwohl es ja eigentlich nur die Rolle ist und dann wirst du wahrscheinlich auch ständig mit diesem Namen angesprochen, obwohl du gar nicht die Person bist. Mega spannend, ja, aber wie bist du dann damit umgegangen? Also ich stelle mir das richtig krass vor, wenn du wirklich sagst so, okay, erstmal auf dem Fernseher zu sehen gewesen, du rechnest mit nix, gehst einkaufen und auf einmal voll der Fame, also da muss man ja erstmal mit umgehen. Es war toll auf der einen Seite, weil natürlich klar, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, so viel Anerkennung zu bekommen und das war ja wirklich krass, also Verliebt in Berlin war ja wirklich ein Ausnahmeprodukt. Das war ja so unglaublich erfolgreich. Und das habe ich natürlich sehr genossen. Man hat ein bisschen die Bodenhaftung verloren, gar keine Frage. In dem Alter so begehrt. Wie alt warst du da, als es so 25. Also so begehrt zu sein, dass egal wo du hingehst, immer Türen sind offen, beste Plätze, Flaschen Champagner, hey, komm rein, nee, Essen geht aufs Haus, na klar, hier kannst du dir was aussuchen. Oh, Herr Cortez. Die Distanz dazu, dass das nur temporär ist, dass das keinerlei Bedeutung hat und dass das genauso gut wieder weggehen kann wie ein Wimpernschlag, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Woher auch? Und du hattest wahrscheinlich auch niemanden, der dir das gesagt hat oder gesagt hat, pass mal auf, du ist mega, genieß es, aber... Nee, nicht wirklich, weil meine Freunde in meinem selben Alter waren, alle in meinem Umfeld, bis auf meinen Freund Johnny von Culture Candela, er hatte ungefähr parallel den ähnlichen Weg wie ich. Aber das ging ja auch viele Jahre. Das war ja nicht so, dass es so ein Einmal war. Das hat mich fast so der große Ruhm ging mindestens 10-12 Jahre. Wow. Ja, auf jeden Fall. Also es war ja nicht nur Verliebt in Berlin, dann habe ich noch eine Liebe gemacht, dann habe ich Let's Dance gewonnen. Es gab natürlich immer wieder so Hochs und Tiefs. Aber mir ist es schon gelungen, so viele Jahre auch wirklich immer am Ball zu bleiben. Und ich hätte es damals als 24 auch gar nicht hören wollen.
Du willst nicht gebremst werden, wenn du fliegst. Du willst nicht, man will nicht, dass einem jemand die Flügel stutzt, wenn man gerade dabei ist, voll die Flügel auszubreiten. Und das ist auch gut so. Das soll man auch nicht machen. Denn die Erfahrung, dass das geht und das auch mal schmerzhaft ist, die ist hilfreich. War sehr lehrreich. Die brauchte ich auch. Deswegen war das gut so, dass ich wirklich in voller Kraft meine Flügel aussprengen konnte, dass ich auch viele positive Ressourcen daraus sammeln konnte. Und deswegen, ich will das gar nicht missen, aber das war krass. Und dann gab es die Schattenseiten. Das waren dann die Stalker, das waren die aufgebrochenen Briefkästen, das waren die täglichen Angriffe, das waren die Massenpaniken bei Autogrammstunden, gab es einige Sachen, die halt dann auch meine Ängste sehr gepusht haben. Und natürlich, jeder guckt auf dich. Ja, klar. Jeder beobachtet dich. Niemand nimmt dich mehr neutral wahr. Das finde ich spannend. Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, ne? Wie man damit dann umgeht, so, weil man sich selber ja eigentlich, also je nachdem, kommt drauf an, ne? Wenn du da auf so einem Höhenflug bist und irgendwie denkst, okay, ist jetzt immer so, vielleicht nimmt man sich dann doch anders wahr, aber trotzdem ist man ja irgendwie eigentlich nur man selber und auf einmal kam der Erfolg durch halt eine Entscheidung und damit dann umzugehen, ne? Ich stelle mir das schon schwer vor, ja. Ja, man gewöhnt sich mittlerweile dran. Man entwickelt auch so ein bisschen so einen blinden Fleck. Also ich merke zum Beispiel nicht mehr, wenn Leute mir auf der Straße hinterher gucken oder wenn die mich erkennen, da bin ich wirklich blind auf dem Auge, das erkenne ich nicht mehr. Okay. Und das merke ich immer nur mit Leuten, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die das nicht gewohnt sind, in mir zu sein. Und dann merken die, ey, die drehen dich ja dauernd um. Und es ist natürlich auch eine Frage, was ist gerade im Fernsehen, wie aktuell ist man gerade, ist es gerade ruhiger. Aber ich habe damit einfach leben gelernt. Und mittlerweile, muss ich sagen, genieße ich das sehr, dass es auch ein bisschen ruhiger ist, dass ich mich wesentlich mehr auf meine Dinge konzentrieren kann, dass ich mehr für das stehe, was ich tue, oder dass ich mehr der Mensch bin, der ich sein möchte, als die Figur, die man in den Medien oder die ich auch selber natürlich erschaffen habe, dass ich da so ein bisschen eine Distanz gekriegt habe. Und das kam natürlich auch viel durch die Heilarbeit, durch die Speakerarbeit, durch die Coachingarbeit, wo ich mich ein bisschen rausgenommen habe und wo ich andere Menschen habe, ihn auf die Bühne geholt, ne? Ja. Und gesagt habe, so, jetzt gebe ich dir Bühne, jetzt helfe ich dir, jetzt bin ich für dich da. Ich bin hier nur noch zweitrangig. Ja, sehr gut. Ich habe gerade noch mal so überlegt, beziehungsweise wir können es jetzt verraten. Ich habe ja vorhin kurz angeteasert, wir haben jetzt gerade über die Telenovela gesprochen. Der Fun Fact von der ganzen Geschichte ist nämlich tatsächlich, du weißt es ja mittlerweile schon, dass ich tatsächlich damals als Komparsin öfter mal bei Verliebt in Berlin war, sogar manchmal wöchentlich einmal in Berlin Adlershof und habe da mitgedreht. Und wir haben uns da jetzt nie persönlich getroffen oder so, aber das war so lustig. Ich denke, krass, damals waren wir am gleichen Set und hätte uns damals jemand gesagt, pass mal auf, das passiert in all den Jahren, hätten wir nicht geglaubt. Genau, in 20, oh mein Gott, ja. Ich finde das total schön. Ich finde das so schön, weil das sind diese kleinen Besonderheiten, die das Leben immer wieder spannend machen. Ja. Und auch, also wie man immer wieder merkt, dass man Menschen doch immer wieder begegnet und so viele Dinge zusammenhängen. Ja. Das ist lustig. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön. Die Zeit war für mich besonders. Und jetzt sitzen wir heute hier im Bewohnerfrei-Podcast und reden über völlig andere Dinge und sind völlig andere Menschen plötzlich. Ja, oh ja, definitiv. Und du hast es gerade schon, oder du hast gerade so zwei Themen auch schon angeschnitten, auf die ich auf jeden Fall auch nochmal eingehen will. Hängt auch, glaube ich, so ein bisschen mit zusammen. Aber es ist ja, diejenigen, die wiederum mich kennen, wissen, und ich glaube, du hast es auch letztens mitbekommen, ich habe ja auch so Riesentraum, ist ja echt so auch Let's Dance, ne? Da mal mit dabei zu sein oder das Ding zu moderieren, so groß der Traum auch immer ist, das ist so meine Vision. Und du hast das, was wahrscheinlich viele Menschen gerne mal erleben würden, erlebt. Du warst ja Teil dort, du hast da mitgemacht als Promi und du hast das Ding sogar gewonnen. Absolut krass, aber da steckt ja auch einiges mehr drin als eben nur die schönen Momente der Fame, sondern ganz, ganz viel, was man eben, glaube ich, nicht sieht, vor allen Dingen, was so in seinem Kopf und im Körper vorgeht. Hol uns das da mal so ein bisschen mit rein. Und wie war das für dich? Also was war so das Coolste, ja, und aber auch so die krasseste Herausforderung an der ganzen Reise dort? Ja, also Let's Dance war für mich eine extreme Reise, mit allen Höhen und Tiefen, die sowas haben kann. Einmal die Show an sich ist super anstrengend. Also rein das körperliche Pensum, was man da liefern muss, das ist am Anfang nicht klar, wie viele Stunden. Also ich habe
Ich habe wirklich 10 Stunden täglich teilweise trainiert. Das sind blutige Füße, das sind Blutergüsse am ganzen Körper, das sind Hüftschmerzen, das sind Rippenprellungen. Ich hatte mir einmal auch eine Rippe leicht angebrochen durch die Hebefiguren. Das sind Stürze, das sind Tränen, das ist Verzweiflung. Das ist harte Arbeit, was man immer nicht so sieht. Ja. Und dann kommt natürlich auch nochmal die Öffentlichkeit dazu, dass das kritisiert werden, die Jury, ne? Es ist eine Competition, die natürlich auch zu Showfakten oder zu Show-Einlage natürlich auch besonders viel Drama und auch viel Dramatik in die Szene oder auch in die Bewertung legt. Und mir sind damals 2 Dinge begegnet, die für mich sehr ausschlaggebend waren. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, als ich bei Let's Dance mitgemacht habe, schon viele Jahre mit Angstzuständen und Panikattacken zu kämpfen gehabt. Also Thema Angst ist ja auch mein Fachgebiet. Und das fing früh an, das fing ungefähr oben Verliebt in Berlin ein bisschen vorher, fing das an mit schweren Angstzuständen, Panikattacken. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt zu Let's Dance schon viel daran gearbeitet gehabt, viele Therapien gemacht. Ich habe viele Techniken gelernt, um mit meiner Angst umgehen zu können. Und habe gedacht eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, dass ich meine Ängste super im Griff habe. So. Und dann kam Let's Dance, es kam die erste Sendung, ich war super euphorisch, super aufgeregt, ja, aber total euphorisch, hatte mega viel trainiert, habe einen coolen Tanz hingelegt und kriegte halt wirklich vor 1500 Menschen live, vor über, Gott, was waren es, 6 Millionen, 7 Millionen Zuschauern, halt richtig eine Packung, eine richtige Einladung, weißt du? Und das war so blöd. Das hat so weh getan, das hat mich so sehr an meine Kindheit, an meine Vergangenheit erinnert, dass diese ganzen Angstthemen so massiv wiedergekommen sind, dass ich wieder komplett in meine Angstzustände gefallen bin, in meine Panikattacken gefallen bin und ich eigentlich die gesamte Show nutzen musste, um mich wieder aus diesem wirklichen massiven, sag ich mal, Einfluss von Angst herauszuarbeiten. Boah. Und da bin ich auch der Hypnose begegnet. Da habe ich zum allerersten Mal Hypnose gemacht. Und habe mich aber auch zum allerersten Mal wirklich nicht nur mit den Symptomen meiner Angst beschäftigt, was ich jahrzehntelang getan habe, sondern mit den wahren, tiefsitzenden Ursachen. In der Zeit, währenddessen du da dabei warst, also das auch noch währenddessen ich noch 10 Stunden täglich teilweise trainiert war. Und diese ganze Reise war für mich meine Heldenreise. Das war wirklich vom geschlagenen, angstgepeinigten, ja, panikgeschüttelten kleinen Opfer hin zum Gewinner dieser Sendung. Und ich hatte nie gedacht, dass ich gewinnen würde. Das war eigentlich am Ende nur noch das war die Belohnung, weil für mich hatte ich längst gewonnen. Dass ich überhaupt wieder aufgestanden bin, dass ich weitergemacht habe, dass ich mich nicht unterkriegen lassen habe. Dass ich trotz Blackouts, Panikattacken, auch Kameras, die immer nur draufgehalten haben, wenn es dir richtig kacke ging, ich auch mit meiner Tanzpartnerin wirklich intensiv gearbeitet habe und ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und dadurch habe ich wirklich gelernt, was es bedeutet, den wahren Ursprüngen deiner Angst zu begegnen und ein grenzenloses, freies, erfolgreiches Leben zu selbst zu gestalten. Weil erst als ich wirklich dadurch war, war ich geheilt von der Nummer. Vorher habe ich nur Techniken gelernt, mit meinen, sage ich mal, Mankel oder mit meinen Ängsten zu leben. Aber ich habe sie nie losgelassen, weil wenn du etwas immer im Griff hast, das sagt ja das Wort schon, dann hast du es immer. Ja. Immer im Griff. Du hast es immer bei dir. Ja, und das war genau der Punkt. Ich habe endlich gelernt, loszulassen. Da kam natürlich erstmal alles wie eine Welle über mich, aber die ging dann weg. Und das ist das, wovor die meisten Menschen so unglaubliche Angst haben, einmal der Intensität der Angst zu begegnen. Aber wir müssen lernen, dass daraus nichts Negatives entsteht. Ja, und dass es eben erstmal kurzzeitig vielleicht richtig, richtig schlimm ist. Aber dann wird es langfristig auch und dann bleiben gut und leichter, ne? Als wenn man immer nur, wie du sagst, so, okay, was dagegen tut, aber es nie richtig löst. Ja, klar. Aber wie bist du dann, also wer hat dir dann diese, ja, die Art, oder dass du dann mit Hypnose gearbeitet hast in der Zeit, wer hat dir das dann empfohlen oder bist du, wie kam das? Also man hat ja dann auch immer so Menschen oder eben Tipps oder so, wo du sagst, ah, okay, komm, probier es mal damit, wo man dann auch sagt, okay, ich traue mich da mal was Neues auszutesten. Wie war das? Also wer hat Ich hatte das Thema Hypnose schon immer mal wieder vor Augen gehabt. Ich hatte so Berührungspunkte über meinen Mentor, hatten aber noch nie zusammen gearbeitet. Also Nikolai Hans-Fressler von Hypnos, ja, wo ich auch im Institut mit agiert bin oder mitarbeite, der hat damals zuerst mal so mich in die Hypnose eingeführt, mit mir die ersten Übungen gemacht, mit mir die ersten therapeutischen Sitzungen gemacht. Und der kam wirklich über einen Freund.
Das war so, weißt du, der Hilfe sucht, wird Hilfe finden. Ja. Und plötzlich kamen die Dinge, die ich brauchte. Und ich dachte, ach du, weißt du, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe nächsten Freitag die nächste Live-Show. Ich muss jetzt irgendetwas tun. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich viel mit Selbsthypnose gearbeitet, also ganz viel mit Selbsthypnose. Ich habe mich vor jedem einzelnen Auftritt habe ich mich hypnotisiert. Ich habe mit Suggestionen gearbeitet, mit Affirmationen gearbeitet und habe wirklich Schritt für Schritt mir die Selbsthypnose beigebracht. Ja. Wow, aber ich stelle mir das so, also du hast gesagt, ne, was das für lange Tage sind, und ich glaube auch das. Also ich glaube, so wie ich es vorhin meinte, so, ich glaube, viele haben so diesen Wunsch, oh, man will das mal erleben, so als Erlebnis im Leben haben, aber wie du jetzt, du weißt, okay, das ist eben auch nicht nur schön, das ist man sich, glaube ich, wirklich im Vorfeld nicht bewusst, aber wie hast du das denn dann noch unterbekommen, weil ich meine, einfach mal eine Hypnose machen ist ja danach, ist ja auch, darf man ja verarbeiten, man darf sich damit befassen und so weiter, das ist ja mal nicht einfach mal nur 10 Minuten gemacht, wie hast du das da unterbekommen in der Zeit, also? Nachts. Ja, nicht geschlafen dann. Nachts, ja, also ja. Bis um 19 Uhr, 20 Uhr gedreht oder auch trainiert. Hm. Dann in die Praxis, dann nochmal 2-3 Stunden Hypnose-Session oder halt zu Hause dann Übungen gemacht, währenddessen Übungen gemacht. Das Schöne ist, und das ist auch Teil meiner Arbeit, eigentlich alle meine Techniken, die ich meinen Klienten beibringe, also alle meine Freigeist-Technik, ist so angelegt, dass sie im Alltag, in jeder Sekunde sofort nutzbar ist. Hm. Und genau das habe ich damals auch gemacht. Also ich habe eigentlich versucht, alles, was ich vorher gelernt habe, immer sofort anzuwenden, wenn die Angst kommt. Hm. Nicht erst, wenn die Angst kommt, dann versuchen, wieder rauszukommen, sondern das Erste, was du lernst, ist das Selbstbewusstsein, also sich selbstbewusst zu sein. Hm. Spüren, wo liegen meine Probleme? Wo sind meine emotionalen Anker, auf die ich sofort reagiere? Wenn da jemand auch nur mit dem Fingerchen dran piekst, bin ich gleich... Emotionen, Frühsignale, also Frühwarnsignale nenne ich das immer. Ja? Die Angst, Frühwarnsignale. Und wenn du die lernst, dann merkst du, ein Trigger. Das ist mein Thema. Okay, warum bin ich gerade so wütend? Hat das eigentlich was mit der Person zu tun? Oder fühle ich mich gerade nur wieder nicht verstanden, zurückversetzt, nicht geliebt? Okay, ist das gerade Realität oder ist das Projektion? Und umso bewusster man das tut, umso mehr merkt man, was man an Programmen abspielt täglich. Und umso aktiver kann man wirklich Teil seines Lebens werden. Und irgendwann nicht nur Teil, sondern irgendwann auch wirklich federführend sein. Aber das ist eine komplette 180-Grad-Veränderung. Wenn nicht sogar 360 Grad. Und dann auch ein weiter Weg oder zumindest immer wieder dranbleiben, ne? Und sich wirklich auch einfach es wollen, sich damit zu beschäftigen, weil klar, ist nicht immer leicht und ein easy Ding sozusagen. Ne? Was machst du denn nicht nur in so Momenten, wo du merkst, da wirst du getriggert oder da kommt vielleicht doch wieder mal eine Angst hoch. Was machst du auch gerade, wenn deine Gedanken mal komplett verrückt spielen und dir irgendwas erzählen wollen und du so eigentlich echt nicht gut drauf bist? Oder weiß ich nicht, manchmal kommt ja alles zusammen im Leben. Was machst du dann, damit du damit umgehen kannst? Ja, also ich habe dieses habe so ein Konzept, das auch in meiner Arbeit immer vorkommt, was ich auch bei mir immer anwende, ist das Dreigestirn. Das Dreigestirn ist immer Körper, Seele, Geist. Und ich merke, auf welcher Ebene bin ich gerade disharmonisch oder habe ich gerade emotionale Probleme? Und ich versuche eigentlich jeden Tag so zu gestalten, dass das Dreigestirn, Körper, Seele, Geist, immer im Ausgleich ist. Das beginnt bei mir mit, ich fange an mit Sport morgens, kann Yoga sein, kann mal laufen sein, kann mal richtig pumpen oder mal nur entspannter Sport, Stretching, Körper, heißes Wasser trinken, für mich, also Achtsamkeit. Dann kommt Geist. Ich beschäftige mich täglich mit positiven Gedankenstrukturen. Ich lerne etwas. Ich bilde meinen Geist. Ich gestalte meinen Geist positiv durch Affirmation, durch Dankbarkeitsarbeit, durch Suggestionsarbeit. Und Seele. Meditation, Ruhe, Selbstliebe. Und diese drei Dinge versuche ich eigentlich immer im Gleichgewicht zu halten. Wenn ich merke, es gibt eine Disharmonie, wenn ich merke, der Kopf heute, Angst, ja, Geist zum Beispiel, Geist dreht richtig am Rad, dann habe ich halt verschiedene Techniken, um Geist zu entspannen, um Gedankenkarusselle zu durchbrechen. Zum Beispiel erstmal, das Erste, was man immer machen kann, ist rausgehen. Sofort sagen, ich verlasse sofort das Umfeld, den Rahmen der Angst und begebe mich ein neutrales, bestenfalls positiv orientiertes Umfeld.
Entweder bin ich im Wald, wenn mir das bringt, ich gehe an den See, ich gehe spazieren. Manchmal reicht nur frische Luft, um eine neue Gedankenstrukturen zu entwickeln. Kurz mal eine andere Umgebung, ne? Ein anderer Impuls. Die sind grundsätzlich impulsgesteuert. Und wenn wir uns erstmal in einem Karussell bewegen, ist es schwer, dass neue Impulse reinkommen, weil das immer nur im Kreis dreht. Stoppe das Karussell, verlasse es und sei offen für neue Impulse. Damit kann man so relativ gut Gedankenkarusselle unterbrechen. Dann habe ich natürlich auch Silver Mind gelernt. Also das ist ein Geistestraining. Das sind 3-Finger-Techniken, die man sofort bei Paniken anwenden kann. Das ist so ähnlich wie Nahem. Das nennt man Negative Energy Erasing System. Das sind so wie Akupressur-Klopftechniken, die ich benutzt habe. Mache ich jetzt schon länger nicht mehr, weil ich nicht mehr so aktive Panikattacken habe. Ist das sowas wie ETF oder ist das was komplett anderes? Im Endeffekt ist es wie, im Endeffekt ist es wie EFT. ETF. ETF, genau. Anderes Thema. EFT, genau. EFT, so in die Richtung, es ist vereinfacht. Es ist viel, viel vereinfachter. EFT ist teilweise recht komplex. Und das ist, im Endeffekt sind das so ganz schnelle, anwendbare Grundelemente, die auch aus der Akupressur kommen. Das sind Meridiane, das kann man hier klopfen, kann man hier. Ja. Jetzt müssen alle mal bei YouTube reinschauen. Der Manuel zeigt das nämlich gerade. Alle, die gerade nicht gucken können, das sind an der Stirn, also unter der Nase, unterm Kinn kann man das machen. Einfach mal googeln, Nahem oder EFT, findet ihr sofort im Internet. Da gibt es zig Anleitungen zu, gar kein Problem. Und das sind so Dinge, die ich mache. Und natürlich ist es immer schön, nicht immer Voraussetzung, aber es ist immer schön, wenn man natürlich auch Partner, Menschen in deinem Umfeld hat, die spiegeln. Also die, wo man sagen kann, guck mal, siehst du das, was du mir immer sagst, ist ich spiegel mal um, merkst du gerade, dass du gerade wieder voll in deinem Negativdenken bist? Ich so, ja, danke. Ich habe das schon geahnt, aber so richtig aussprechen wollte ich es gerade nicht. Ja, ich muss das nochmal hören. Oh ja, das kenne ich auch, solche Momente. I feel you. Wahnsinn. Und sag mal, du hast ja, also eine deiner Philosophien ist ja, Freiheit ist die Basis von Erfolg und Glück. Jetzt natürlich, du hast mir ja letztens die Frage auch gestellt und ich muss sie dir natürlich auch stellen. Ich suche noch nach der richtigen Antwort oder nach dem, was sich für mich gut anfühlt. Was ist denn, also was bedeutet Freiheit für dich? Und ja, nee, erstmal das. Was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit bedeutet für mich, nicht das tun zu müssen, was ich will, sondern das nicht tun zu müssen, was ich nicht will. Damit beginnt es schon mal, dass ich wirklich frei entscheiden kann, was ich will und was ich nicht tun möchte. Ja? Das Zweite ist, Freiheit bedeutet für mich, eigentlich ungefiltert, unbegrenzt, grenzenlose Fähigkeit, Freiheit, Handlungsrahmen, Verwirklichung meiner wahren inneren Person, meines Seins. Und das ist ein langer Weg, weil wir fangen meistens erstmal an mit so, was heißt Freiheit? Finanzielle Freiheit, emotionale Freiheit, sexuelle Freiheit, den lieben zu dürfen, den ich lieben möchte. Ja, also gesellschaftliche Freiheit, überhaupt zu sagen, hey, ich habe einen anerkennenden Status in dieser Gesellschaft. Aber das sind ja eigentlich im Endeffekt alles nur Positionen, die wir deshalb als positiv empfinden, weil wir eigentlich merken, wie gefangen wir unter dem Wertesystem leben. Und wahre Freiheit bedeutet für mich, und das trifft natürlich auf einen sehr hohen spirituellen Faktor, ist das absolute Nicht-mehr-Wollen. Ich bin dann wirklich frei, wenn ich nichts habe oder nichts will, aber alles habe. Das ist für mich der absolute Punkt von Freiheit. Es ist immer ein Kommen und Gehen, ist ein aktiver Prozess, den man lernen und leben kann. Aber das trifft eigentlich am besten. Freiheit ist für mich, wenn ich alles habe oder aber nichts will oder nichts will und alles habe. Ja, richtig gut. Oh, das darf man noch mal so ein bisschen, das darf man mitnehmen und noch mal drüber nachdenken und für sich noch mal einfach aufgreifen. Richtig gut. Vielen Dank. Und was ich noch gerne ansprechen wollen würde, ist, und zwar, jetzt würde man ja denken, du hast schon so viel gelernt, so viel gemacht, du hast ganz viele Ausbildungen in allen möglichen Bereichen. Und trotzdem bildest du dich ja weiter. Warst zum Beispiel auch vor kurzem bei der Public Speaking Academy online bei Tobi und hast gesagt, okay,
auch da, also schnupper ich mal rein, ist ja ein bisschen zu wenig gesagt, aber da nehme ich mal teil und gucke mal, was auch wiederum Tobi mir an neuen Impulsen mitgeben kann, um vielleicht ja, für deine Vorträge das zu nutzen oder einfach andere Impulse zu bekommen. Das ist wahrscheinlich für dich komplett normal, dass du weiterhin auf deiner Reise da neue Impulse nimmst, aber sag noch mal so von dir aus, warum warst du jetzt zum Beispiel auch da dabei oder ist es für dich immer so klar, dass du dich immer wieder auch weiterbildest in allen möglichen Bereichen? Ja, das ist klar. Also für mich ist es absolut klar. Da kann man zwei Zitate wunderbar für verwenden. James Dean hat mal gesagt, ein Schauspieler muss möglichst alles lernen, was das Leben ihm bietet, um es zu verinnerlichen und zu reproduzieren. Hm. Und das Zweite ist, wenn wir aufhören zu lernen, hören wir auf zu leben. Hm. Denn die größte Fähigkeit des Menschen ist das Lernen, ist das Reproduzieren. Das ist das, was uns von den Tieren wirklich maßgeblich unterscheidet, ist die Fähigkeit der Reproduktion. Hm. Das Lernen, das Erweitern eines Geistes, einer Persönlichkeit. Und wenn wir das größte Geschenk, die größte Fähigkeit des Menschen nicht nutzen, dann verkümmert die, wie alles andere auch. Sinne, die wir nicht nutzen, verkümmern. Hm. Körper oder Muskeln, die wir nicht nutzen, verkümmern. Emotionen, die wir nicht nutzen, verkümmern. Das ist genau das Gleiche wie mit unserem Geist und unserer Fähigkeit. Mhm. Also sich weiterzubilden ist für mich eine der größten und wichtigsten menschlichen Eigenschaften. Mhm. Und ich bin zu Tobi gekommen, ja klar, weil ich meine, auch wenn ich jetzt schon viele Ausbildungen gemacht habe, wenn ich, sage ich mal, im Therapeutischen, in Persönlichkeitsentwicklung, im Mentorenbereich viel mache, das Speaker-Thema ist auch neu für mich, obwohl ich sagen muss, ja klar, 20 Jahre Film, viele Jahre Bühne, das ist für mich kein Thema, aber das ist ja ein ganz anderer Bereich. Hm. Da habe ich kein Problem, mich hinzustellen, vor Leuten zu sprechen, aber wie tue ich das? Wie kriege ich meine Inhalte klar transportiert? Ja. Vor allem, wenn es dann um deine Inhalte geht, ne, über die du ja vielleicht sonst nicht gesprochen hast, das kenne ich bei mir auch, sondern nicht einfach eine Rolle gespielt hast oder was auch immer, sondern wirklich ne, auch in wenigen Minuten meistens ja klar formulieren willst, was du halt rüberbringen möchtest. Ne? Absolut, richtig. Und auch verständlich rüberzubringen, emotional rüberzubringen. Mhm. Auch natürlich, wie er auch sagt, Loops zu setzen, wie man Rituale erzeugt, wie man sät, ne? Also wie man schon mal vorher Erwartungen sät, wie man Seeding macht. So, ne? Da gibt es viele, viele Aspekte, die ich gelernt habe, die man vielleicht unbewusst auch schon teilweise gemacht hat, aber überhaupt nicht abrufen konnte. Dann zum Beispiel auch, wie baut er sowas auf? Mhm. Also wie ist so ein gesamtes Seminar online aufgebaut? Ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Mhm. Und dass einen das doch voll emotional mitnehmen kann, dass ich nach so vielen Jahren Erfahrung trotzdem rausgehe und sage, geil, ich habe das gelernt, ja, cool, ich habe super viele Ideen, um mein eigenes Freigeistprogramm jetzt weiter auszubauen, wie ich es mache, ich habe Leute kennengelernt, ich habe ein Netzwerk aufgebaut, super Sache. Also man kann nur gewinnen, wenn man seine, sag ich mal, seine Komfortzone verlässt. Und vor allen Dingen, oder auch manchmal einfach lernen, wow, cool, ich kenne bestimmte Dinge schon oder mache ich schon, so wie du gerade sagst. Ne? Man hatte vielleicht noch nicht den Begriff oder irgendwas oder es war nicht bewusst, dass du bestimmte Sachen nutzt, aber dann hast du eben gelernt, ach cool, ich bin ja schon auf dem richtigen Weg. Sehr, sehr schön. Ja, mega. Richtig gut. Ach, cool. Ja, und jetzt natürlich noch mal eine letzte Frage. Und zwar, du hast es ja erwähnt, du bist irgendwie gefühlt schon immer ein Freigeist gewesen. Dein Programm, was du jetzt hast, heißt auch Freigeist. War das von vornherein klar, dass es genau diesen Namen bekommt und dass du irgendwie schon immer so als Freigeist durchs Leben gegangen bist? Oder war das erstmal so wie, ja, eigentlich ist es total klar, aber ich bin doch nicht direkt drauf gekommen? Also als ich begonnen habe mit meinen Ausbildungen, war das ja eh alles noch so eine, das war ja auch ein Entschluss, vor dem ich mich selber sehr gewehrt habe. Ja, meine Mutter ist Therapeutin, ich komme aus dem Therapeutenhaushalt, habe sehr viele Berührungspunkte gehabt damit, auch viel Wissen und wollte das eigentlich nie machen. Das war immer ganz entscheidend, dass ich es eigentlich nicht wollte. Warum? Weil es wahrscheinlich zu nah ist an dem, was ich kenne, weil es einfach auch die Eltern sind, weil... Vielleicht, weil es auch so eine laute Stimme in mir war und ich es einfach nicht wollte. Wir kennen das ganz oft, wir wollen oft einfach nicht werden wie unsere Eltern, obwohl gar nichts an auszusetzen ist an dieser Arbeit. Aber es kam zu mir. Also egal, was ich gedreht und gewendet habe, es stand immer da. Ja, das war, egal was ich machte, da bin ich wieder. Und ich musste es einfach tun. Es blieb mir keine andere Wahl. Ich wurde gezwungen, was eine wunderbare Entscheidung war.
Und irgendwann, als ich dann die Ausbildung fertig hatte und ich wusste, ich mache das jetzt wirklich beruflich, weil bis dahin habe ich immer noch so Ausreden gesucht. Ich mache das ja erstmal nur für mich selber. Ich will es eigentlich nur gut können. Ich habe mich immer, ja, ob ich das jetzt wirklich bei Patienten mache, ich weiß nicht. Und natürlich kam es so. Und irgendwann war das ganz am Anfang schon gleich, ich brauche jetzt einen Namen, ich brauche jetzt auch eine Seite, ich will das auch machen. Und ich saß da und habe mich so ein bisschen mit meinem Leben beschäftigt und wie kann das denn heißen? Und habe dann so alte Bilder durchgeguckt und plötzlich kam ein Reminder, kriegt man ja oft mal so, vor einem Jahr hast du das und das gemacht. Ja. Und ich hatte vor einem Jahr, also zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr, ein Bild gepostet auf Instagram von mir als Kind. Ich war mit so einem großen Hut auf, ich habe immer schon gerne Hüte getragen, also es gibt eigentlich kaum Bilder von mir, wo ich nicht verkleidet bin oder irgendwas auf dem Kopf habe. Da ist so ein Bild von mir, wo ich so einen riesen Hut trage und es ist Winter, ich habe so eine Seppelmütze, bin so eingepackt in so diesen 70er-Jahre Schneeanzug, so als Kind und habe so einen richtig steilen Berg und ziehe so alleine meinen überdimensional großen Schlitten hoch. Ja, zieh den so nach oben. Das ist so ein Bild, was meine Mom mir mal geschenkt hat, weil sie so, schon drunter geschrieben hat, siehst du, egal wie klein du warst, du hast deinen Schlitten immer selbst den Berg hochgezogen. Oh. Also du hast dich immer schon selbst vor den Schlitten gespannt, dass ich da auch vertrauen kann. Und dann wusste ich einfach, in dem Moment kam Freigeist. Das war so, ich war immer ein Freigeist. Wenn du alles zusammenbrichst, alles runterbrichst auf ein Thema, dann ist es, ich helfe Menschen, frei zu werden. Ich helfe Menschen, ein Freigeist zu werden. Die wahre, freie Identität ihrer Persönlichkeit, ihres inneren Seins zu erkennen und sich frei zu machen von all den Ängsten, Problemen, Gesellschaftsnormen, von den Bewertungssystemen, die uns krank machen. Hm. Ja? Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, das war meine Reise. Deswegen stehe ich heute hier. Deswegen habe ich diese Jahre erleben müssen. Deswegen habe ich so viel selbst gelitten, weil ich diesen Weg lernen musste. Ich musste ihn durchwandern. Hm. Um ihn heute anderen erklären zu können. Ja, und das ist ja mit das Beste, ne? Wenn man nicht nur Theorie gelernt hat, sondern wirklich aus eigener Erfahrung sagen kann, pass auf, ich weiß so und so, natürlich geht jeder seinen eigenen Weg, aber trotzdem ist es echt, kenne ich auch, mega hilfreich, ne? Wenn du jetzt sagen kannst, ah, okay, ja, ich sehe, guck mal, wir haben Ähnlichkeiten, ja, jetzt kann ich es dir beibringen oder dich unterstützen, ne? Ja. Ja. Und der Mensch hat noch nie aus der Theorie gelernt. Der Mensch lernt immer nur aus der Praxis. Ja, ich sage ja auch immer, learning by doing, step by step. Oh mein Gott, ja. You have to feel it, to heal it. Yes. Und deswegen, also ich würde persönlich, könnte ich auch mit keinem Therapeuten arbeiten, der da empathielos, theoretisch vor mir sitzt. Der muss nicht genau das erlebt haben, was ich erlebt habe, aber der muss Schmerz verstehen, der muss die Irrationalität von Angst verstehen. Hm. Ja, zu sagen, du, das wird schon, das ist ja nicht so schlimm, schauen Sie sich mal Ihre Angst an, die tut Ihnen schon nichts. Ja, finde ich gut, dass du das sagst, bringt mir persönlich gerade aber gar nichts. Ja. Ja. Man muss auch schon die Irrationalität und sag ich mal, auch die emotionale Kraft von Emotionen, von Prägung verstehen, was die mit Menschen macht, damit man ihnen auch wirklich helfen kann. Sehr schön. Und wenn jetzt jemand denkt, warte mal, dem Manuel möchte ich gerne folgen oder möchte einfach noch mehr erfahren, auch von seinem Weg, wo kann man dir dann am besten folgen? Ich vermute Instagram oder welche Plattform empfiehlst du da? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Instagram ist der aktivste, da bin ich am meisten aktiv so mit meiner Community und Postings. Und dann gibt es meine Webseite. Ja, klar, kann man auch darüber gehen. Das ist www.freigeist-hypnose.de oder www.freigeist.world. Es gibt gerade noch zwei. Okay, wir schreiben es in die Shownotes. Freigeist.world geht eigentlich auch immer. Aber genau, schreibt mir einfach gerne auf Instagram, guckt euch meine Sachen an. Auf YouTube gibt es den Freigeist Salon. Da sieht man auch dein Interview. Ja, also, da kann man auch dich dann gerne sehen, also der Freigeist Salon auf YouTube. Und die Podcasts gibt es auch. Freigeist, das Reden über Freiheit. Wow, also da ist eine Menge geboten von dir, wer da weiter mit dir wachsen will und mehr von dir erfahren will. Und ich glaube, du hast auch irgendwie noch was mitgebracht, falls jemand ganz konkret sagt, ich will da auf jeden Fall mit dir was machen. Ja, super gerne, klar. Ich habe ein Sonderangebot gemacht, dachte, okay, für alle Zuhörer des Bewohnerfrei-Podcasts, die sich wirklich für Persönlichkeitsentwicklung, für Therapie, für Heilung, für Angstüberwindung interessieren,
die merken, ja, ich möchte und ich muss auch mal was tun. Ich bin gefangen in meinen Ängsten. Die dürfen sich wahnsinnig gerne bei mir melden. Mhm. Die können dann, wenn sie möchten, es gibt bei mir drei Pakete, es gibt ein Einsteigerpaket. Mhm. Und wenn sie dann mich schreiben und den Begriff bewohnerfrei, Podcast, einfach nur bewohnerfrei hineinschreiben, dann kriegen sie 20% auf das erste Einsteigerpaket und können sozusagen auch mit mir ein kostenfreies Beratungsgespräch führen. Cool, sehr gut. Also das klingt doch richtig gut. Wer da Bock drauf hat, dann einfach sich bei dir melden. Finde ich richtig schön. Also auf jeden Fall auch eine gute Sache, um da vielleicht mal zu starten, wenn man jetzt spürt, das ist das Richtige für mich. Da soll man ja auch immer auf seine Impulse hören. Mhm. Und jetzt sind wir schon am Ende, aber vorher gibt es noch eine kurze Fragen-, kurze Antwortenrunde. Manuel, bist du bereit? Absolut, absolut. Sehr cool. Deine letzte WhatsApp ging an? An meinen Videografen. Okay. Persönlich wachse ich, indem ich mich mit mir selbst beschäftige. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Ich liebe dich. Das beste Buch, was ich je gelesen habe? Momo. Wow. Der besonderste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Das ist schwer, weil ich liebe die Welt. Das kann ich, das ist schwer. Die gesamte Welt. Das ist schwer, weil du der besonderste Ort. Es gibt einen Ort, der ist besonders, weil er mich viel in meinen Meditationen begleitet. Ich habe da auch irgendwann mal so einen Kraftort gemacht. Und zwar war es in der Nähe von Salamanca, in der Extremadura in Spanien, habe ich einen Film gedreht und habe so einen Tag off gehabt und bin so, ich habe schon seit Kind liebe ich es, also Flussbette, entlang zu wandern, so Offroad, einfach so lang klettern, gucken, wie weit man kommt. Und ich bin 3-4 Stunden lang so ein wildes Flussbett in die Berge hochgewandert, mitten in der Extremadura. Das ist endlos leer da. Es ist wahnsinnig schön. So große Steinformationen. Und ich bin über so ein Tal geklettert, war eigentlich kaum weiterkommen. Ich bin so ein Boulderer, so ein Kletterer, bin dann so einen Felsen hochgeklettert und stand plötzlich in so einer Lagune. Und diese Lagune war nicht mehr einsehbar von außen, sondern es waren wirklich nur Berge, Felsen und innen drin war so eine aus ganz flachem Stein wie so ein Swimmingpool, so ein Naturpool. Mhm. Und da habe ich bestimmt 2 Stunden lang gelegen und meditiert. Das war einer der schönsten, ruhigsten, magischsten Orte, an denen ich jemals so auf Versehen zufällig gelangt bin und habe den auch gespeichert als Kraftort. Den benutze ich oft in Meditation und das war so einer dieser Orte, an dem ich mal gewesen bin. Aber wow. Es gab ganz viele andere tolle auch. Ja, das glaube ich dir. Aber vielen Dank nochmal für den Einblick. Jetzt noch eine kurze Sache. Geld ist? Energie. Wenn ich als alter, weiser Mann eines Tages vor jungen Kindern etwas erzählen darf, werde ich ihnen erzählen, dass? Werde ich erzählen, dass... Oh, das ist eine gute Frage. Werde ich erzählen, dass es sich immer lohnt, im Leben Abenteuer zu begehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Manuel, für all deine Impulse, Einblicke und alle Storys. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage einfach mal an alle, die uns bis hierhin zugehört haben... Ich finde es immer mega, wie das bisher auch schon oft gemacht wurde. Teilt doch einfach mal eure Nuggets aus diesem Interview, eure Learnings und gerne bei Instagram. Taggt uns beide, damit wir erfahren, was ihr am meisten für euch mitgenommen habt. Das finde ich immer mega, mega spannend, oder? Was sagst du? Ja, unbedingt. Also ich bin immer sehr neugierig, was die Leute so denken, was sie mitgenommen haben, was sie welche Fragen haben auch. Also keine falsche Scheu. Perfekt, also da sind wir uns einig. Ich sag nochmal danke an dich, Manuel. Und wir senden Grüße an euch alle raus. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid hier im Bewohnerfrei-Podcast. Meine Liebe, ich danke dir von Herzen und euch auch allen Zuhörern. Alles, alles Liebe von Herzen, viel Freiheit und habt einen schönen Tag.